Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde, im Kanal Video Wissen mit einer Auflösung einer Aufgabenstellung aus dem Kanal Urknall, Weltall und das Leben. Und in diesem Vortrag dort ging es um eine spezielle Galaxie, in der in der nächsten Zeit recht schnell zwei schwarze Löcher verschmelzen. Also es war die Galaxie SDSSJ 1430 16.05 plus 2303 44.4, für alle, die es sich nicht merken können, oder kurz J1430. Und in diesem Vortrag ging es darum, dass dort also vermutlich zwei schwarze Löcher am Werke sind, zwei supermassive schwarze Löcher, deren Masse wir nicht so genau kennen, aber wir nehmen mal an, die Masse des größeren schwarzen Loches sei also 10 hoch 8 Sonnenmassen und die des kleineren halb so schwer. Also M2, 5 mal 10 hoch 7 Sonnenmassen. Und die Aufgabenstellung war, auszurechnen, die kommen sich also immer näher, die beiden schwarzen Löcher, auszurechnen, wie schnell drehen sie sich umeinander, wenn sie sich gerade berühren, wenn sie ihre Schwarzschildradien gerade berühren, also wenn sie zu verschmelzen beginnen. Nach klassischer Rechnung, nicht relativistisch, sondern klassisch, nehmen wir an, es gäbe keine Relativitätstheorie. Gut, da gibt es keine schwarzen Löcher, aber wir wollen das mal so ausrechnen. Und als Hinweis hatte ich noch gegeben, dass also der Schwarzschildradius gleich 3 Kilometer ist für eine Masse von einer Sonnenmasse. Also der Schwarzschildradius unserer Sonne ist gerade 2,96 Kilometer, also sagen wir 3 Kilometer. Es geht ja bloß ungefähr um die Größenordnung abzuschätzen. Okay, und was ich wissen wollte, ist die Umlaufsfrequenz, weil davon abhängt, ob wir sie mit unseren Gravitationswellendetektoren, die wir haben oder noch nicht haben, aufzeichnen können, diese Gravitationswellen, die beim Verschmelzen, bei dem ganzen Prozess frei werden. Okay, nach der Schwarzschildmetrik ist es so, dass also der Gravitationsradius linear mit der Masse wächst. Das heißt, wir können folgende Beziehung aufstellen. Der Schwarzschildradius RS von 1 oder 2 verglichen mit dem Schwarzschildradius der Sonne, also immer ein Kreis mit einem Punkt ist das Symbol, verhält sich wie die Masse des Objektes im Verhältnis zur Sonnenmasse. So, und das bedeutet, wir können also Schwarzschildradius 1 abschätzen, ist also der Schwarzschildradius der Sonne, also 3 Kilometer oder 3 mal 10 hoch 3 Meter, um in den SI-Einheiten zu bleiben, multipliziert mit der Masse durch die Sonnenmasse, das haben wir ja schon gegeben, also mal 10 hoch 8. Und das bedeutet, wir kommen also auf einen Radius von 3 mal 10 hoch 11 Metern. Was übrigens genau der Durchmesser der Erdbahn ist. Also das Ding ist praktisch doppelt so groß wie unsere Erdbahn. Erdbahnradius 150 Millionen Kilometer, eine astronomische Einheit, sind ja gerade 1,5 mal 10 hoch 11 Meter. Das heißt das Doppelte. Und das geht ja linear mit der Masse. Das heißt, das zweite schwarze Loch hat die halbe Masse, also hat es auch den halben Schwarzschildradius, also 1,5 mal 10 hoch 3, Entschuldigung, mal 10 hoch 11 Meter. So, das bedeutet, der Abstand der beiden Zentren kurz vorm Verschmelzen ist, also klassisch betrachtet, der eine Radius plus der andere Radius. Also der Abstand der beiden ist also RS1 plus RS2. Mithin 4,5 mal 10 hoch 11 Meter oder 3 astronomische Einheiten. Gut, weiterhin war angenommen, dass wir
uns auf eine Kreisbahn beziehen. Und für eine Kreisbahn können wir ganz einfach das dritte Keplersche Gesetz hinschreiben. Man kann das auch ableiten, einfach aus dem Umstand, dass also die Gravitationskraft gerade die Radialkraft ist. Und für die Radialkraft gilt die Masse des umlaufenden Körpers mal Geschwindigkeit ins Quadrat durch den Radius, also sagen wir mal a, den Abstand. Und andererseits haben wir die Gravitationskraft, ist also g, Newtonsche Gravitationskonstante, mal kleine Masse, mal große Masse durch a Quadrat. Wenn wir das also gleichsetzen, dann fällt, dann steht also hier v Quadrat durch a ist gleich g, das m fällt weg, gm durch a Quadrat. Und wir können jetzt noch Folgendes machen. V ist ja die Umlaufsgeschwindigkeit, das ist also die den Umfang geteilt durch die Umlaufszeit. Wenn wir das also einsetzen, dann steht also hier 4 Pi Quadrat mal a, das einmal a kürzt sich raus, durch t hoch 3, t hoch 2, sorry, ist gleich gm durch a Quadrat. Ja, und wenn wir das jetzt umstellen, gelangen wir zum dritten Keplerschen Gesetz. Also wir bringen das hier rüber, das da runter und kehren das Ganze noch um. Dann steht also da t Quadrat, wir wollen ja die Zeiten wissen, t Quadrat durch a hoch 3 ist also 4 Pi Quadrat durch e mal. Und jetzt kann man so ein Zweikörperproblem immer auf ein Zentralkraftproblem zurückführen, indem man also hier für m die Summe der beiden Massen einsetzt. Ja, und das stellen wir jetzt noch um. Also t Quadrat ist also 4 Pi Quadrat a hoch 3 durch g m1 plus m2. Dann haben wir alles zusammen und können die Umlaufszeit ausrechnen. Ja, und das wollen wir jetzt einfach mal tun. Wir haben also 4 eine Konstante, Pi Quadrat ist eine Konstante, a hoch 3, a war also 4,5 mal 10 hoch 11, also 4,5 hoch 3 mal 10 hoch 33. Und hier unten steht, g ist ja 6,67 mal 10 hoch minus 11 Newtonmeter Quadrat pro Kilogramm Quadrat. Wenn man das Newton noch auflöst, dann steht also hier oben haben wir ja Meter hoch 3 und g in SI-Einheiten ist gerade Meter hoch 3 pro Sekunde Quadrat und pro Kilogramm. Und dann fehlt hier noch m1 plus m2, also das beide, das macht also 1,5 mal 10 hoch 8 Sonnenmassen. Und eine Sonnenmasse ist 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm, also mal 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Wunderbar, das kürzt sich alles raus und es bleibt Sekundenquadrat stehen. Ist immer gut, wenn die Einheiten stimmen. Ja, und jetzt können wir ausrechnen, 4 mal Pi Quadrat mal 4,5 hoch 3 geteilt durch 6,67 mal 3 gibt ungefähr 180, ich habe es vorher ausgerechnet, mal jetzt die Zehnerpotenzen, hier haben wir also plus 33 plus 44, wenn wir das hochbringen, 44 minus 38 macht also 10 hoch 6, also 44 minus 38 macht 6, also 10 hoch 6 Sekundenquadrat ist das Quadrat der Umlaufszeit. Das heißt also, die Umlaufszeit beträgt ungefähr 13.000 Sekunden.
oder 3,7 Stunden. Ja, und wenn ich davon das Reziproke nehme von 13.000, also die Frequenz ist dann also 1 durch 13.000, das ist also ungefähr 7 mal 10 hoch minus 5 Hertz. Ja, und damit sind wir, wie in dem anderen Vortrag gezeigt wurde, gerade so am Rande dessen, was also die LISA, also dieses Gravitationswellenexperiment im Weltall nachweisen kann, an der Kante. Das geht also bis 10 hoch minus 5, so von einem Hertz bis 10 hoch minus 5. Auf jeden Fall liegt es also weit außerhalb von LIGO und den anderen Detektoren, die auf der Erde momentan laufen. Das heißt also, damit können wir dieses Ereignis leider nicht detektieren. Okay, das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.